Im Grunde kommt es immer dann zu Verletzungen, zu Brüchen des Wirbelkörpers, wenn die Kraft zu groß ist für das, was der Wirbelkörper tragen kann. Das ist im Alltag normalerweise dann der Fall, wenn wir Stürze aus großer Höhe haben oder Verkehrsunfälle, aber auch zum Beispiel der Sturz vom Pferd. Beim alten Patienten kann das aber auch dann der Fall sein, wenn die Knochenqualität einfach nicht mehr ausreicht, den Wirbelkörper stabil zu halten. Dann kann auch vielleicht schon mal ein Stolpersturz oder im Extremfall ein Stolpern oder sogar ein Umdrehen im Bett reichen. Die größte Angst hat man bei Wirbelsäulenverletzungen immer vor der Querschnittsverletzung. Also davor, dass sich der Wirbelkörper so stark verschiebt, dass er das Rückenmark schädigt. Das ist glücklicherweise etwas, was in eher seltenen Fällen vorkommt, aber das sind dann die Fälle, die sehr schnell operiert werden müssen. Etwas anderes ist es bei den älteren Patienten, da ist glücklicherweise die Querschnittsverletzung außerordentlich selten. Die Behandlung richtet sich eigentlich grundsätzlich immer nach der Stabilität. Wenn man einen stabilen Bruch hat, dann ist die Behandlung in der Regel konservativ. Wenn ich eine Instabilität habe, dann muss sich die Wirbelsäule so stabilisieren, dass sie ihre Funktion wieder tragen kann. Und dann hängt es sehr davon ab, welche Art von Bruch eigentlich vorliegt. Daran muss man dann individuell tatsächlich auch die Operationsstrategie anpassen.